Ein herzliches Hallo zu einer weiteren Runde Fallout 4 und eigentlich sollte jetzt hier das neue Fundorte-Video stehen. Oder vielleicht auch zwei. Aber das ist leider nicht ganz möglich geworden, denn ich habe ein paar Probleme mit Fallout 4 jetzt bekommen. Bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also, wenn es schon aufgefallen ist, unten der Kompass. Ja, der zeigt nichts Sinnvolles mehr an. Damit macht es das Spielen natürlich etwas nervig, wenn man die ganze Zeit den Pip-Boy aufmachen muss und gucken muss, wo man denn hin muss. Das ist extrem ja, nervig halt. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, zu der tendiere ich zurzeit mehr. Ich habe Was? Ich hab's meine nicht gesehen. Grafikkartentreiber abgedatet und jetzt die Crimson-Software drauf von AMD. Es ist möglich, dass die in Verbindung zusammen mit meiner Grafikkarte, das ist eine R9290 von Sapphire, die Vapor X oder Vapor X, das übertaktete Modell da, die Revision 2 quasi, und das in Verbindung mit der Grafikkartentreiber zurzeit Hey, ich bin rumspackt. dabei, ab und zu ein paar Tipps zu Das kann geben. ich, So, oder was würde macht ich, er? Was vermute macht ich er? deshalb, dass es zurzeit eher das ist als was anderes, da ich mit dem Treiber davor auch schon Probleme hatte. Und zwar, dass es so aller Jubeljahre mal Verzerrung auf dem Bild gab. Und dann das Bild wie wild sich die ganze Zeit rumgeflackert und so Querstreifen, Verzerrungen, blubliblub. Und dass ich erst abschalten ließ, beziehungsweise die erst weggingen, wenn ich das Monitor-Setup rekonfiguriert habe, also zum Beispiel von Dual-Monitor-Betrieb auf Einzelmonitor und wieder zurückgeschaltet habe, oder allgemein das geändert habe, von Dual-Monitor auf einen Monitor quasi die Anzeige zurückgesetzt habe damit. Und dann ging das. Das hat sich jetzt mit Ich höre dem dich nicht, Mann. Grafikkarten-Update so gut wie erledigt. Bisher hatte ich das Problem nicht nochmal. Dafür jetzt hier bei Fallout 4. Ich wollte am Wochenende jetzt aufnehmen und da habe ich das gesehen. Und es flackert wild vor sich hin, komischerweise. Ansonsten es ist kein Bildfehler an sich da unten, denn ansonsten ist hier alles normal. Also ich kann hier unten die Leiste für Versorgungsroute, Schnellreise und so weiter, die ist vollkommen okay. Auch der Pip-Boy, gar keine Bildfragmente, nur der Kompass spackt rum. Und prinzipiell ist das für die Fundorte-Videos jetzt nicht so relevant, weil dort kann ich euch zeigen, wo es auf der Karte ist. Aber einfach das Spielen dorthin macht so wenig Spaß gerade damit, weil man jedes Mal wirklich Karte aufmachen, wo bin ich, wieder raus aus der Karte, gucken, laufe ich jetzt in die gleiche Richtung. Ihr kennt es nicht auf dem Radar, manchmal hin und wieder sieht man ein O oder ein N für Norden. Dann hält das mal, wenn ich mich nicht bewege, und das ist ein bisschen frustrierend. Die zweite Möglichkeit, die noch dazu kommen könnte, ist, dass es gab jetzt ein Fallout-Update. Und nein, ich spreche nicht von dem Beta-Update. Es gab ein Fallout-Patch. Und daher kann ich nicht genau sagen, woran es liegt, ob das an dem Fallout-Patch liegt oder an dem Grafikkartentreiber-Update. Ich werde jetzt mal versuchen, eventuell einen Rollback zu machen auf die alten Grafikkartentreiber. Vielleicht hat sich es damit erledigt. Aber eigentlich sollte sowas nicht sein. Und andererseits ist es möglich, dass es Sieht nach am Mutanten, töten sie Fallout alles. 4 Ich Patch sag euch, liegt. das ist eine Waffe. Red mal Und mit ja, ich habe auch schon Mojo, der den kann mir das Beta-Patch erlauben. ausprobiert. Kann man ja unter den Einstellungen bei Steam sagen, ich möchte am Beta-Programm teilnehmen. Da gab es ja den einen Fallout Beta-Patch. Auch damit ist es nicht besser geworden. Oder hat sich überhaupt nicht verändert. Und ja, dementsprechend werdet ihr wahrscheinlich auf neue Fundort-Videos erstmal noch ein bisschen warten müssen. Das tut mir leid, aber mal gucken, vielleicht finde ich, wenn ich irgendwas Einfaches finde oder so, aber so macht es einfach keinen Spaß zu spielen. Und deswegen werde ich mich da wohl auf andere Sachen erstmal konzentrieren müssen. Und hoffen, dass entweder AMD oder Bethesda, je nachdem woran es liegt, da mal nachhelfen. Und ich werde, wie gesagt, mal probieren, einen Rollback zu machen auf den alten Grafikkartentreiber und dann mal schauen, ob das noch funktioniert. Gut, in dem Sinne, ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche und haut rein und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem am Ball quasi und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!